Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir haben den Kalkstreuer wieder gewartet, dann können wir den wegstellen, den Traktor wegstellen und dann seht ihr ja oben schon bei Curseplay Arbeit beendet. Das ist unser Miststreuer. Und diesen, achso ja, ah, da müssen wir gucken, dass wir den jetzt vielleicht jetzt hier hinten in die Ecke reinkriegen, dass wir da ein bisschen mehr Platz bekommen für unseren Miststreuer und fürs Güllefass im nächsten Monat. Aber definitiv zu kleine Halle gebaut für unser Unterfangen. Aber ist ja nicht schlimm. Das ist echt nicht schlimm. Das kriegen wir mit ein bisschen Friemelarbeit hin, dass wir das einpacken können. Und auch nicht wirklich jeder Landwirt hat die Unterstellmöglichkeiten, dass jedes Gerät sauber erreichbar ist. Sehr viele haben sie sogar zugebaut mit anderen Gerätschaften. Und dann müssen sie die erstmal wegschaffen, dass sie an die rankommen, wo sie dann möchten. Aber der John Deere starten, das ist immer so eine Sache. Aber wir haben es jetzt geschafft und fahren jetzt erstmal wieder zu uns an Hof, um den, ja, wieder zu befüllen. Also wieder auf die 100% zu bekommen. Es ist einfach, das ist bei mir irgendwie so eine kleine Sicherheit, ne? Wenn wir das machen, den auf 100% füllen, dann haben wir zumindest mal 300.000 Liter Mist wieder für die Grasflächen. Und so ist einfach mein Gedanke, wenn ich das mache, dass ich das einfach abstelle mit gefüllter Kapazität, dass ich einfach nicht runterkomme, dass ich zumindest eine Ladung voll noch habe als Reserve. Können wir auch noch mal schauen, wie das dann aussieht mit unserer Gerstenansaat, wie weit wir da gekommen sind. Dann können wir natürlich unseren Zuckerrübenabfahrer wegbringen. Da kann die nächste Ladung Zuckerrüben abgeben. Weil ja unser Ernter ja schon wieder tatkräftig am Fahren ist. So. Alles klar, sind wir schon mal hier angekommen. Laden kurz den John Deere fertig. Und dann können wir hier mal schauen, anhand nur auf der Karte, wie weit wir jetzt schon wieder vorangeschritten sind. Und sehen, boah, das ist schon ein gutes Stückchen, was wir hier wieder haben. Und die haben auch noch ein gutes Stückchen vor uns. Also bis hierhin habe ich ja schon mal vorbereitet. Bis hierhin haben wir schon mal vorbereitet. Und die anderen Felder sind ja, glaube ich, auch soweit bereit. So, hier sehen wir nichts mehr. Also wurde gewalzt, ist hier weg. Also es wurde ja natürlich nicht gemulcht, ne? Muss gewalzt werden, haben wir eben nur hier oben. Aber wir warten ja schon mit unserem Traktor, mit einem von unseren Traktoren warten wir ja schon. Also das wird echt heftig. Hier, wenn wir, sobald wir ein Feld neu kaufen, müssen wir erstmal Steine sammeln. Aber gut. Das haben wir hier auch schon mal soweit. Jetzt können wir den auch in die Wartung stellen. Ist es halt gerade so eine Phase, wo wir nicht allzu viel machen können. Weil wir jetzt eben gerade warten müssen, dass wir mit den Arbeiten fertig werden.
das geht jetzt auch ein bisschen mühsam voran. Deswegen würde ich auch sagen, wo treffen wir uns dann nachher mit dem Roder? Ich denke, die 37 wäre ein guter Anfang. Dass wir dann direkt von der 52 auf die 37 gehen. Und ich denke mal, dass wir den LKW jetzt mal selber fahren. Zur Abladestelle Depot. Und dann können wir den ja auch direkt zur 37 fahren. Weil wir brauchen den ja hier jetzt nicht mehr. Okay, machen wir das. Also gesagt, getan. Was ich euch natürlich noch sagen wollte, war vorhin, mein Plan mit der Fruchtfolge war eigentlich ursprünglich, ich verwerf das wieder mit dem Mod, mit der Fruchtfolgeplanung, dass ich eben jedes zweite Jahr auf dem riesen XXL-Feld eben Raps anbaue. Ja, da möchte ich Raps haben, jedes zweite Jahr. Und dann machen wir Raps, Weizen, Raps, Gerste, Raps, Weizen, Raps, Gerste. Das wäre, glaube ich, so der Optimalfall. Und dass wir das Feld oben, das riesige Feld, immer mit 59 im Wechsel halten. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Könnt ihr mir aber gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wie ihr das machen würdet. Da haben wir immer relativ viel Raps und ja, halt auf den anderen Flächen ist dann halt eher ein wenig Abwechslung zu finden. Genau. Jetzt geben wir erstmal die Zuckerrüben ab. Da könnte es natürlich jetzt gleich sein, dass wir. Ne, ich glaube nicht. Und ne, 90% haben wir jetzt transportiert. Aber das heißt ja noch nichts. Jetzt fahren wir erstmal zur 37 mit dem guten LKW. Und dann können wir uns langsam aber sicher den John Deere soweit bereit machen, um eben mit der Walze Richtung 78 zu fahren. So, und da fahren wir hier jetzt nochmal geradeaus. Ah, ist das hier herrlich. Wunderschön. Genau. Dann sind wir hier schon am Feld eigentlich. Dann würde ich. Nein, wir fahren zum Startpunkt. Wenn man jetzt halt nur wüsste, wo der Startpunkt ist, ne? Das kriegen wir eigentlich nur wieder über Curseplay raus. Autodrive. Weil der Holger das Feld eingefahren hat. Die Verkaufsstelle. So, hier ist auch nirgendwo ein Punkt. Das ist da wahrscheinlich oben. Bin ich einmal genau falsch rum lang gefahren. Hier hätten wir auf jeden Fall eine Feldeinfahrt. Ja, die ist genau oben. Also hier, wo gar keine Einfahrt ist. Okay, gut. Wir stellen uns auf jeden Fall erstmal hier hin. Da stehen wir sicher. So. Haben wir das auch. Sehr schön. Dann können wir das jetzt auf jeden Fall erstmal wegbringen.
auch wichtig. Erstmal wegstellen. So, dann müssen wir hier eben am nächsten Tag das Güllefass irgendwie noch reinbuxieren. Aber theoretisch haben wir hier eigentlich mehr wie genug Platz. Also hier müssen wir es eigentlich gut reingefahren bekommen. Sage ich jetzt einfach mal. In meinem jugendlichen Leichtsinn. So, dann haben wir jetzt auch den letzten, nicht das letzte Gerät. Nächsten Monat haben wir dann das letzte Gerät hier draußen. Aus der Halle. Ja, da muss er schon ein bisschen anders arbeiten. Und darf jetzt auch mal Autodrive übernehmen. Adieu. So. Wir können dann hier uns schon mal bereithalten. So, würde ich sagen, tun wir hier noch das schnell ernten. So. Können wir auch schon mal den Kurs rauswerfen. Und mit dem fahren wir dann eben auch zu 37 und dann können wir hier gerade weiter ernten. Man sieht ja, wir haben auf jeden Fall die 52 jetzt schon abgeschlossen. Wir warten jetzt nur noch auf die 78. Zack. Ich fahr mal hier oben lang. Macht, glaube ich, Sinn. Ja, also hier sind wir auf jeden Fall mal die kompletten Baumplantagen im Hintergrund. Ist halt jetzt auch die Frage, ob wir da hinkommen. Jetzt hier die Frage, ne? Aber ich denke schon. Oh, herrlich. Das ist so ein bisschen entschlackend gerade. Hier lang zu fahren, so ganz entspannt mit 43. Wobei man sagen muss, für dieses Fahrzeug ist 43 schnell. Also riesig, das Teil. Also wer schon mal so ein Rübenroder in echt gesehen hat, der ist davor gestanden, okay, wo hört das Ding auf? Das ist wirklich wahnsinnig riesig. So, und wie gesagt, hier werden wir jetzt dann noch den Lusch schicken und ich glaube, dann gehen wir so langsam an unsere Bäume. Weil ja noch einer gerade fährt, ja, der ist auch bald da. Drive-Punkt, dann würde ich sagen, starten wir einfach hier. Generieren, upsala, falsche Taste gedrückt. So, wir wollten ja hier eben Anzahl Vorgewende 3, da haben wir 30 Meter Platz zum Wenden, das dürfte doch passen.
Wir sind hier auf der 37. Ich wollte gerade sagen, kann ja wohl nicht sein, dass wir hier noch nicht waren. Roden 10 Meter. Schalten das erstmal aus. Oh, und da ist ja sogar unser Abfahrer jetzt doch schon mal angekommen. Das ist ja sehr, sehr cool. Und dann laden wir natürlich erstmal den Kurs schon mal rein. Dann sagen hier auch erster Wegpunkt. Wir können auch schon sehen, allzu lang dauert es nicht mehr, bis die zwei Traktoren dann hier in Einsatz kommen mit dem Walzen. Das wird dann halt auch noch mal ein paar Minuten dauern. Das wird dann noch mal ein paar Minütchen dauern. Aber zumindest sind wir schon mal im sicheren Bereich. Und hier sehen wir auch schon den Fendt. Ja, bis dahin können wir ja, glaube ich, hinfahren. Das dürfte ja nicht so das große Problem dann sein. Wir werden sie ja dann eh nach und nach einschalten. Losschicken. Das ist natürlich hier auch erster Wegpunkt. Ist ja klar. Und dann haben wir gesagt, wollen wir hier wieder loslegen. Ein paar Bäume fällen. Aber da haben wir das natürlich das auch das Problem. So, erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ei, ei, ei. Ei, Karamba. Da müssen wir sich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Und schon wieder einer, wo er nicht sauber schneidet. So, wie war denn das jetzt? Ich glaube, mit Komma kann ich den kippen, ne? Ja. Könnten wir den jetzt so nochmal greifen? Ja. Schauen wir mal, ob das jetzt weggeht. Ja gut, aber jetzt jedes Mal da hingehen. Upsala, schon wieder falsch. Aber jedes Mal da wieder hingehen, den nochmal packen, das ist ja auch unnütz. Steuerung von dem Arm ist es gerade andersrum, wie ich sie eigentlich gewohnt bin. Ich bin sie eigentlich gewohnt, dass du den Joystick nach unten ziehst, nach vorne drückst, dann geht er runter, ziehst du ihn nach weg von dir, geht er runter. Den hat er jetzt zumindest schon mal sauber abgeschnitten. Da bin ich ja halbwegs begeistert. Also für euch müsste es doch als aussehen, als würde ich hier nichts können. Ja gut, da bin ich einmal schön dran vorbeigefahren jetzt, ne? Schauen. Wisst ihr was? Da gehen wir jetzt in die Steuerung rein. Das kann ich so jetzt nicht stehen lassen. Den müssen wir jetzt natürlich einmal drehen. Moment hier, Steuerung, Gamepad. Fahrzeug, Arbeit. Seite, Haspel. Ah, kann sogar die Haspel steuern. Okay. Frontladerarm heben. Nein, Frontlader nicht. Ist das jetzt ein Kran oder?
Platinum-Expansion. Hier habe ich jetzt noch gar nichts hingemacht. Göwal-Pack. Habe ich jetzt auch noch nichts gemacht. Kubota haben wir nichts. Paletten aufladen. Habe ich mir gelegt, okay. Hier sind wir auch ziemlich viel nichts. Dann sind wir beim Enhanced Vehicle, wo ich wieder ein bisschen was habe. Antriebsmodus wechseln auf der 17. Und hier unten einfach gar nichts mehr. Okay, also müssen wir irgendwo... Ich glaube, hier ist es doch drin, oder? S1 minus Kram anheben minus ist nach unten. Genau, Moment. Das muss ich jetzt anklicken. Senken. Passt. Das passt. Hoch, runter, passt. Frontlader, Werkzeug heben. Y und X. S1, S2, Achse. Heben ist Plus. Nein, das ist jetzt auch wieder zweite. So, schauen wir mal, ob das jetzt passt. Kranstützfuß habe ich mir hier hingelegt, okay. Oder ist hier? Steuerung speichern. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Für ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.